ich bin Molchi und bin im Waldkindergarten zu Hause. Einige von euch werden mich schon kennen. Heute ist meine liebe Freundin Schnecki zu Besuch. Sie wird uns heute etwas aus ihrem Alltag erzählen. Ich werde es nicht nur erzählen, ich werde es euch zeigen. Kommt mit! Hier seht ihr, was ich am liebsten esse. Gurke, Salat, Löwenzahn und Waldmeister. Das sieht ja alles sehr lecker aus. Da bekommt man ja gleich Hunger. So gutes Essen brauchst du ja auch. Du trägst ja auch ein schweres Haus mit dir herum. Wo wohnst du denn eigentlich? Ich habe mein Zuhause immer dabei. Somit kann man mich an verschiedenen Orten wiederfinden. Im Wald. Im Weinberg. In der Wiese. Auf der Mauer. Und an vielen anderen Orten. Haltet eure Augen beim nächsten Spaziergang offen. Vielleicht entdeckt ihr ja eine Freundin von mir. Wenn du so viel unterwegs bist und so viele verschiedene Orte siehst, da gibt es bestimmt auch einige Gefahren. Ich versuche, den Igeln, den Kröten und den Vögeln aus dem Weg zu gehen. Die würden mich ansonsten am liebsten fressen. In unserem Garten kriecht die Schnecke. Langsam kommt sie nur vom Fleck. Sie hat die Fühler ausgestreckt. Huch, jetzt hat sie mich entdeckt. Schnell zieht sie ihre Fühler ein und kriecht ins Schneckenhaus hinein. Danke, dass du bei mir zu Besuch warst und mir einige Sachen von dir erzählt hast. Vielleicht kommst du ja mal wieder vorbei, wenn du Zeit hast. Immer wieder gerne. Bis bald. Tschüss.